Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir beginnen mit dem Secret Level von Welt 6, Iglo Irrsinn. Ich glaube, der Level wird geil, um ehrlich zu sein. Also ich habe schon eine hohe Erwartung. Ah, Moment. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Controller hat ein bisschen Delay. Oh Gott. Ach cool. Okay. Eine tolle neue Mechanik wird hier eingesetzt. Und zwar Sprengladungen, auf die man springen kann. Beziehungsweise auf die Schalter kann man springen und dann gehen die nach einer Zeit hoch. Ist ganz cool. Und ich hoffe, dass der Controller ja keine Schwierigkeiten machen wird. Denn doch wäre das etwas unglücklich. Hier müssen wir anscheinend zurückspringen, alles klar. Ja gut, hätten wir nicht gemusst, aber ist halt safer so. So. Und... Oh Gott. Um ganz kurz am... Oh Mann, dieser Eisboden, ne? So, mal kurz... um mal kurz zu Ende zu labern hier, bevor ich hier nochmal so blöd sterbe, weil ich hier die ganze Zeit versuche, was zu sagen und ich kann es einfach nicht, weil ich immer wieder einen neuen Satz beginne. Ich habe nochmal wegen den Relikten nachgeschaut oder Fragmente, keine Ahnung, wie die hier genannt werden. Ich habe mich verschaut. Es gibt nur 6. Keine 7, sondern nur 6. Schade. Ich dachte, es gibt eine geheime Welt, aber anscheinend nicht. So. Ja, das kennen wir hier ja. Hier, um das nochmal zu zeigen, kann man auch direkt durchspringen. Ja, komm, auf die Münzen können wir auch verzichten. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, und hier müssen wir ganz schnell durch, ne? Alles klar. Müssen wir ein bisschen timen, aber ist kein Problem, da wäre ich fast daneben gesprungen. Mann, ey. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich was verpasst. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich was verpasst habe. Ja, aber das habe ich zumindest gesehen und das... Das ist cool. Da wurde ich erst mal richtig fett getrollt. Ich dachte so, ja, das ist jetzt ein Puzzleteil, aber dann kam doch keins, sondern nur, eine Bananenstaude. Aber man wurde dann wieder zurückgeführt von Bananen. Das war echt mega cool. Schön gemacht. Die Stelle ist ein bisschen assi. Ich glaube, hier muss man sich ducken. Oh mein Gott. Hä? Was? Ist was passiert? Nö, ich glaube nicht. Oh Mann, ey. Scheiße. Oh Mann. Ich denke mir halt die ganze Zeit, da oben ist doch bestimmt was. Und bin ich immer so im Zwiespalt, ob ich stoppen soll oder nicht. Komm, hier stoppen wir mal. Aha.
Das erste Dingen war anscheinend nur, um ihn zu verschnaufen, aber beim zweiten gab es dann noch ein Puzzleteil. Was ist hier los? Alles klar. Ach du Scheiße. Nein. Kann ich mich direkt umbringen gehen? Ist auch okay so. Ich glaube, da wäre gleich ein Checkpoint gekommen. Aber ich hätte halt gern die ganzen Buchstaben. Boah, das war auch schon wieder knapp, diese Stelle, ne? Was ist denn damit? Scheiße. Mir richtig unangenehm, so oft zu sterben hier. Boah, da wäre es schon wieder fast schon wieder passiert hier. Und reden kann ich auch nicht mehr wegen dem Quatsch. So, wir kriegen kein Herz leider. Dieses Mal war schön gemacht. Naja. Ich hatte ja auch ein paar Mal, um den Quatsch zu testen, beziehungsweise um es richtig zu machen, ne? Jawohl, diesmal haben wir es aber und kommen auch unbeschadet durch. Fuck. Ah, jetzt. Da hatte ich jetzt keine Ahnung, ob man da alles einsammeln musste, aber wenn ja, bisschen assi. Okay, ist nur ein Herz. Und hier geht's runter, das sehe ich direkt. Zum nächsten Bonus-Level. Okay, gut, dass ich die Banane da noch bekommen habe, die Bananenstaude, weil die hätte sonst hinterher etwas Ärger gemacht, denke ich. So. Ich glaube, ich habe eine der besten Routen genommen. Viel besser geht's, glaube ich, hier nicht mehr. Oder viel schneller geht's, glaube ich, nicht, den Bonus-Level abzufließen. 3 von 5 und wir haben erst K.O. Das ist... Das sieht doch gut aus. Oh, was? Wie schnell ist der denn auf einmal wieder hochgesprungen? Muss man bestimmt nicht alles einsammeln. So, lassen wir das auch einfach. Anstatt dann nochmal dumm wegzusterben. Alles klar. Ja, das habe ich schon irgendwie gesehen, dass da unten was ist, aber ich war mir nicht sicher, ob man direkt runterspringen kann, deswegen hat mich das erst gewundert so ein bisschen. Alles. Ach, das ist eine Sprungplattform. Warum war ich da jetzt nicht hoch genug? Egal, ich springe einfach direkt drüber. Keinen Bock da irgendwie rumhampeln zu müssen. So, wir haben das N.
Ah, ja. Okay. Boah. Nein, nein. Ich bring mich um. Haben wir aber noch alles? Beziehungsweise, was heißt alles? Halt, das... Ach, das N müssen wir noch machen, ne? Das ist hier drüben. Ja. Gut, dann haben wir das N. Und gleich auch das G. Und ich denke, hinterm Ziel ist wieder ein Puzzleteil. Also... denke ich, dass wir alles haben. Aber schöne Passage da. Gefällt mir. Mit der Liane. Und vor allem, dass man hier vernünftig Zeit hat, um zu begreifen, dass man da, die Liane nehmen muss. Wir machen einfach den, genau, lassen wir uns fallen, wunderbar. Die haben ja aber auch Sprengstoff gelagert, ey. Meine Fresse. Nee. Schade, hier ist nichts mehr. Ja gut, vielleicht schon, aber ich will jetzt nicht riskieren, da runter zu springen, deswegen gehen wir einfach ins Ziel, komm. 13 Leben. Haben wir auch wieder alles aufgefüllt. Und das Puzzleteil nehme ich dann wie gewohnt auf Cam nach. Ja gut. Dann geht's weiter zu... Was? Ach, Tropfstein-Inferno. Alles klar. 6b. Tropfstein-Inferno. Los geht's. Aber immerhin haben wir KONG im letzten Level sammeln können. Und das eine Puzzleteil ist nicht so schlimm. Lässt sich ja schnell nachholen. Boah, und ich, mir ist aufgefallen in, beim Schneiden, dass ich manchmal so ekelig schmatze, wenn ich irgendwie einen neuen Satz beginne oder so. Und das tut mir auch ehrlich gesagt sehr leid, weil ich habe einfach beim Schneiden habe ich einfach gemerkt, wie unangenehm das ist, das sich anzuhören. Also, falls das irgendwen abfacken sollte, ja, ich bin mir dem Problem bewusst und versuche nicht mal so fett rumzuschmatzen, wenn ich hier aufnehme. Das ist nur eine Münze, alles klar. Ja. Versuche mich da auf jeden Fall dahingehend zu bessern. Und hier geht's doch hoch. Ja, klar. So. Ah, alles klar. Nehmen wir wieder... Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Scheiße. Gab's auch nichts zum Werfen, ne? Boah, das ist assi gewesen jetzt. Ich hab's halt nicht direkt geschnallt, sondern erst dann, als ich das... Verpiss dich. Ich meine, geh bitte weg. Was soll das, Mann? Heb doch deinen Scheißstock!
könnte auch sein, dass da ein Fass drin ist, deswegen bin ich hier gerade. Nö, aber ein Puzzleteil. Das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, Dixie zu verlieren. Das ist dann doch in Ordnung. Oh, alles klar. Oh, haben wir. Da oben ist Gras. Jetzt so. Ah, jetzt weiß ich auch, warum da Gras ist. Oh, ich glaube, ich hätte mich nicht umbringen müssen, ne? Scheiße. Egal, nicht schlimm. Nicht weiter schlimm. Ach. Nein, okay, ich hätte mich nicht umbringen müssen. Man kommt da auch so hin. Ah. Ich dachte, man braucht da zwingend die Bombe, deswegen habe ich mich da umgebracht. Aber nö. Braucht man nicht. Und unser Level ist mittlerweile auch extrem easy. Und auch gar nichts mehr, gar nichts Besonderes mehr. Dahingehend echt sehr schade. Weil man hätte halt gut Eislevel machen können, also Eisbonus-Level machen können, die sich dann auch abwechseln. Beziehungsweise die abwechslungsreich sind. Ja, ich sehe wieder, dass man da hoch muss. Das sind so billige Verstecke. Da wirken die letzten Puzzleteile wie ein eigenes K-Level. So schlecht sind die versteckt. Ah, jo, hier wieder einen Buchstaben einsammeln. Ganz wichtig. Den machen wir aber diesmal weg. Der geht mir echt ziemlich auf den Zeiger. Ach ja, stimmt. Muss ich zwar nicht machen, aber ich muss trotzdem nochmal... Oh, was? Da habe ich mich gerade selber überrascht. Was zum... Wie hätte man denn da ausweichen sollen, hä? Verstehe ich nicht ganz, aber... Okay, ist auch nicht weiter tragisch. Hier müssen wir jetzt aufpassen, weil ich halt nur noch ein Herz habe. Hau ab! Mann, ey. Alles klar, danke schön. Ich sammle das einfach mal ein zur Sicherheit. Ich denke zwar nicht, dass man das hier einsammeln muss, um ein Puzzleteil zu bekommen. Aber ich mache es einfach trotzdem mal. Bevor man es dann hinterher einsammeln muss. Und ich war so blöd, es sein zu lassen. Nö. Braucht man nicht. Alles klar. Ernsthaft? Wie schlecht sind die denn bitte versteckt, die Puzzleteile? Hatten die da Zeitdruck und mussten dann irgendwie die Level raushauen und hatten dann keine Zeit mehr, da vernünftig Puzzleteile zu machen? Oder was ist hier los?
Und der Level sieht zwar nicht so aus, aber der ist ziemlich schwierig. Weil das Zeitlimit tatsächlich gar nicht so sozial ist, wie man sich das denkt. Also man hat schon ein bisschen Druck. Und durch die sich bewegenden Plattformen kommt es halt auch mal vor, dass man... Ah, okay. Dass man einfach runterfällt. Dass man logischerweise versuchen sollte zu vermeiden. Und ich mache die ganze Zeit so lange Sprachpausen, weil ich einfach manchmal mich so ein bisschen auf das Spiel konzentrieren muss. Und weil ich nicht wirklich weiß, was als nächstes kommt. Und deswegen bin ich dann lieber kurz etwas ruhig, damit ich dann hier nicht wieder krepiere. Alles klar. Ich dachte halt jetzt wieder, das stürzt runter. Also komplett runter. In Abgrund. Aber nö. Das meine ich halt auch beim letzten... Ja, was ist der letzte Part? Ich weiß es nicht ganz. Manchmal weiß man einfach nicht, wo man Zeitdruck hat und wo nicht. Hallo. Hallo? Ah, okay. Alles klar, okay, hier ist es ziemlich eindeutig, dass man Zeitdruck hat. Hier bringe ich mich um. Ich dachte, rechts wäre das Secret. Och Mann. Ey, komm schon. Da habe ich leider Speed verloren. Minus Profit von 1000 Euro. Ah, okay, so. So soll man das machen. Ja, manchmal sind die Physics einfach so, Donkey Kong-Stil, du hast nicht wirklich diesen Drift nach unten, wenn du irgendwo runterfällst. Und manchmal ist einfach so, dass man dann förmlich nach unten gezogen wird. Bisschen uncool. Aber naja, was soll's. Und... da kann ich mich jetzt auch nicht mal rausreden. Nein, komm. Machen wir das Level mal vernünftig zu Ende. Weil ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, weil ich schon sehe, dass der Part etwas länger geht. So. Und es ist ja auch dämlich, immer wieder dasselbe zu sehen von so einem Level. Macht ja auch nicht wirklich Spaß. Alter, okay. Nein! Ja, okay, da muss ich mich umbringen. Tut mir sehr leid. Aber ich möchte jedes Mal KONG mitnehmen. Ich dachte halt, man hat noch die Zeit, hat noch die Zeit. Oh mein Gott, ist das... zu knapp. Ich dachte halt, man hat noch die Zeit, wieder nach links zu gehen mit dem Fass. Aber das war leider nicht der Fall. So, dieses Mal wunderschön gespielt. Alles klar, schön viel Zeit. Zack.
weiß nicht, was da los ist an der Stelle. Ich bin irgendwie zu blöd dafür, um das zu timen. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich bin ich echt gut in Timing-Geschichten. Aber da, ich weiß es nicht. Meine Fresse, das Puzzleteil, ne? Was? Nein, Quatsch, der Buchstabe. Als ob, jetzt müssen wir einen scheiß Buchstaben nachholen. Der ist so assi, der Buchstabe. Man sieht diese scheiß Eiszapfen gar nicht vernünftig, wie die da runterfallen. Soll man das denn machen? Muss man diesen Skip da machen, wie ich das eben ein paar Mal gemacht habe oder was? Nein, Mann, der scheiß Part wird zu lange. Nicht zu lange, zu lang. Er wird zu lang. Donkey Kong? Wäre ich da jetzt schon wieder gestorben, ne? Oh mein Gott. Ja, komm, muss ich mich jetzt treffen lassen. Auch wenn ich gleich wahrscheinlich wegen dem Quatsch nochmal sterben werde, weil die Stelle mit den Eiszapfen ist echt heftig. Scheiße, Mann. Muss man da direkt sich losschießen oder was? Und wenn es nicht hier um Schnelligkeit geht, habe ich ja eben versucht, so schnell wie möglich durchzukommen. Und da ist der scheiß große Eiszapfen einfach nur nicht unten gewesen. Wenn man nicht möglichst schnell durchkommen muss, was muss man denn sonst da machen? Holy shit. Okay, das haben wir. Scheiße. Nein. Ey, komm schon. Diese Scheißstelle, ne? Was? Ich war gar nicht da drauf! Mann, diese scheiß Hitboxen in dem Spiel! Hör auf, verdammte Scheiße, Mann! Ich war doch eindeutig daneben, oder nicht? Jetzt schon zweimal! Gut, dann stelle ich mich halt jetzt darauf ein, da drauf zu springen. So. Meine Fresse! Thank you.
Holy shit, ey. Alles klar, okay, so soll's gemacht werden. Wir haben nicht alles. Aber... ist hier vielleicht noch was? Hey, ne? Nee, komm, und wenn... Tja, Epic Fail. Ist mir auch gerade sehr peinlich. Aber kann ja niemand wissen, dass man da nicht hoch genug springen kann, ne? Naja, falls da noch irgendwas am Ende gewesen sein sollte, kann ich das ja auch noch nachholen, aber ich denke, da wird nichts gewesen sein, vor allem als ich da runtergestürzt bin, war da einfach nichts, beziehungsweise ich habe nichts erkennen können oder so, also denke ich mal, dass da einfach nichts ist. So. Kommt man gar nicht zum K-Level? Nö, anscheinend nicht. Wie dem auch sei, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's dann weiter mit dem frostfeurigen Finale. Ich freue mich schon sehr, endlich das Let's Play abschließen zu können. Andererseits macht es mich auch etwas traurig, weil es halt so ein großartiges Game ist, mit großartiger Musik, habe ich auch schon öfter gesagt in Leveln, aber naja. Macht's gut und bis dann.